No, no, meine letzte Pokémon. Gengar. So. Gengar hast du also noch. Ja gut, ach, leck mich doch am Sack. Ernsthaft, du kannst. Du hast sogar noch eine scheiß Matschbombe und killst mich damit. Klar. Jetzt trifft bitte den Scheißstein an. Nimm das komische Mistvieh mit. Yes! Tschüss, Gänger. Ramaldo 83. Rex Blizzard 072. Nice, bravo, c'est magnifique, das wäre wunderbar. Wow. Oh, ich bin selbst überrascht, wie stark ich bin geworden. Aber du bist noch viel stärker geworden, Lala. Aber du bist wirklich formidable, voilà. Ich gebe dir mal einen Sticker. Einmal dieser Sticker B. Gut, auch Lamina ist da. Nächste Arena ist. Dann Fettbock. Jetzt geht's nach Fettbock. So, dann reisen wir rüber nach Flipbook. Das ist nämlich der gute Veit, der nächste. Quatsch, nicht Veit. Adam. Der Vater von Veit. Arenaleiter Nummer 6, der jetzt ansteht. Und dann haben wir sie einmal alle komplett durch. So. So, Renner Nummer 6. Also Flamina war jetzt relativ einfacher gegenüber den anderen beiden davor. So, die Frage ist, muss ich jetzt da. Ach, ich habe jetzt keine Möglichkeit, da hochzugehen. Na super. Gut, dann werden wir tatsächlich jetzt anfangen mit von Galoppa, weil der vom Typ Gestahl-Pokémon hat. Aber der wird bestimmt irgendwas in der Hand haben, wo ich mal mit uns wehtun kann. Das Problem ist, dass die nicht sagen, wir warten draußen, sondern wir machen wir müssen die ganzen Rätsel nochmal neu spielen. Oder dass wir halt schon die Zielplattform unten haben. Naja, ändern kann man sich nicht. Wir können jetzt ein bisschen meckern auf hohem Niveau, klar.
Könnt ihr aber auch lassen. So, Arena-Leiter Nummer 6 ist der gute LDM, der Vater von Veit. Ja, hallo. Veit habe ich schon da im Erfolg erzählt. Du wurdest in die Ruhmeshalle aufgenommen. Kein Wunder, dass mein Sohn und ich und ihr so schwer getan haben. Aber diesmal heißt es nicht mehr. Keine noch so kleine Unaufmerksamkeit. Ich war dagegen nur zu weich. Also los, komm. So. Gut, Pater Aaron jedenfalls. Ist der nächste Gegner. Wie gesagt, jetzt ist der Typ, der Stahltyp dran. Aber ich denke mal, dass Panzer Aeron oder beziehungsweise irgendwer noch irgendwas in der Hinterhand hat. Sein Bolterus definitiv wird nicht ganz ohne sein. Sein Stahlus wird nicht ganz ohne sein. Also da sind ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, Moment, aber wir kriegen schon irgendwie hin. Die Tarnsteine sind natürlich jetzt ein bisschen blöde, aber ist egal. So, Panzer Aeron ist schon mal Geschichte. Stolos. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich weiß, dass ich wechseln muss. Aber ich werde jetzt drauf gehen. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen was machen. Stolos ist vom Typ Gestein und Stahl. Aber ich muss feste drauf. Aua. Du Arsch. So, dann habe ich da schon mal hinter mir das Thema mit Stolos. Der hat nämlich keine Robustheit drin. Und ich hole mir meine KP mal jetzt zurück. Stolos ist cool. Ich mag Stolos. Ich habe immer gerne trainiert. Polion. Gut, klar. Warum nicht, ne? Frau drauf mit Stahl. Na, na, mit dem KP. Den bist du jetzt auch noch mit dem Kunden. Brüller. Ja, gut. Ach, ernsthaft, ihr mit, wenn ihr Tarnsteine könnt, könnt ihr auch Brüller, ernsthaft. Tschüss. Yes! Ohne was zu tun. Stahlos. Naja, bleib dabei. Ich geh auf Militaris zurück. Gut. Da ist bestimmt noch ein Lucario oder so da. Wow. Wow. Okay. Naja. Dann knallen wir das Zim. Du hast vielleicht eine gute Verteidigung oder eine Spezialverteidigung als absolute Krütze. Tschüss. Mach den Sohn.
Ja, das ist schon sein fünftes Pokémon. Bisher hat er mich noch nicht gefordert. Also man muss sagen, dass er gerade gegenüber vor allen Dingen Hilda ist er definitiv ist er jetzt gerade ein bisschen leichter. Ja, fast. Und hier ist Magnezone. Klar, der hat das letzte noch Bolterus. Da bin ich mir fast sicher, dass er das noch hat. Hoch, jetzt wird's eng. Fast. Jetzt geht dann noch einen mit. Wow, okay. Metallstoß. So, er war jetzt gegenüber den letzten auf jeden Fall der leichteste, muss ich sagen. Also so einfach war es jetzt nicht. War jetzt einfach. Klar, damit sind wir relativ easy auseinandergenommen. Man muss sagen, Hilda war, da musste ich schon ein bisschen anfangen nachzudenken. Lamina, ja, war okay. War jetzt nicht, auch nicht die Granate, aber ja, jetzt auch nicht. Er war jetzt absolut relativ einfach. Und dann waren die anderen jetzt schwerer. Also Hilda war auf jeden Fall die stärkste, muss ich sagen. Das war ein toller Kampf. Meine zusätzlichen eigentlich eine auf der Einzelnen ist auf sich nicht ausgereicht. Tja, hat sich der Altersunterschied eben doch bemerkbar. Hier hast du einen Sticker, für den ich gewöhnlich benutze. Jetzt war nichts Besonderes, aber ich hoffe, er gefällt dir. Einmal Feldsticker C. Und den habe ich auch gewonnen. Und ich mache jetzt, ich muss ja den anderen Weg da unten nehmen. So, die nächste Dame. Ist Frieda in Blitzach. Das sind die letzten beiden, die uns noch fehlen, die wir auch in der nächsten Folge angehen werden. Dazu müssen wir jetzt auch wieder, wie gesagt, reisen. Gut, das war schon mal da, das müssen wir da jetzt nämlich noch hinrennen. Brauchen wir nicht. So. Nehmen wir mal kurz die Dings mit. Da brauche ich jetzt auch nicht groß irgendwie rumzuarbeiten. Also kann ich jetzt mit dem Galopper reingehen. Das ist genauso wie beim Stahltypen. Ja, Typvorteil. Gut. Liebe Leute, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und da freue ich mich, wenn ihr einschalten würdet hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und dann heißt es Arena Letter Nummer 7. Bis dahin und tschüss. Jo, liebe Leute, heute stehen die Rematches an gegen die letzten beiden Arena Leiter und die heißen Frieda und Volkner. Soll ich das richtig? Ja, Volkner, genau. Frieda ist die erste, Typ Eis in Blizzard. In der letzten Folge haben wir es doch relativ einfach gehabt, muss ich sagen. Mit Labina und mit Fight. Erst die Fight, der hat ja mal gar nichts drauf gehabt. Und ja. Nehme ich mit. Und ich freue mich. Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Soweit. So, ich muss jetzt gerade nur die. Also, was mich jetzt gerade so ein bisschen nervt, sind die Rätsel, die ich dann nochmal neu machen muss.
Aber. Warte mal, ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich da jetzt hochkomme. Überlegen, wie gehe ich jetzt den letzten. Entschuldigung. Ich muss mal husten. Liegt daran, dass ich mich mit dem Coronavirus infiziert habe, deswegen immer mal diese zwischendurch diese Huster. Super, dann haben wir das auch weg. Und die Thema außerdem auch schon seit jetzt 5 Stunden auf. Deswegen werde ich jetzt kurz was trinken. So, jetzt geht's weiter. Ja, verdammt. Ich war jetzt anders gemacht. Ich wollte jetzt eigentlich da jetzt. Ohne Probleme da lang. So. Na dann. Mein Glückwunsch zum Einzug in die Ruhmeshalle. Ich habe schon darauf gewartet, dass du kommst. Du hast nicht nur mich besiegt, sondern auch die Top 4 und bist so richtig schnell berühmt geworden. Ist das nicht total cool? Deine Leistung hat mich auch nochmal so richtig dazu motiviert, dich besiegen zu wollen. Das war für mich jetzt oberste Priorität. So, gut, dann machen wir es weiter. Ich muss mal ganz kurz mal was noch mal zu tun. Ich muss mal aus meinem Sixpack hier rausziehen. Ich hab sofort. Dann halt nicht. Gut, sie fangen mit Rex Bizarre. Was war eigentlich ihr stärkstes? Dann volle Lotte drauf. Rex Bizarre schon mal aus dem Rennen nehmen. Ah, du hast bestimmt noch irgendwas. Du hast bestimmt noch irgendwas in der Hinterhand. Mammuttee. Okay, du überlebst sogar bei Feuersturm. Ach, hört doch auf, ey. Egal, was man hat. Man kommt auf ein Pokémon und kriegt erstmal eine Steinkante ins Gesicht. Ist aber nicht tragisch. Ah. Natürlich. Das Viech kann natürlich anfangen. Ich hätte eigentlich jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt Probleme kriege. Tschüss. Gut, ich könnte mit dem Kampf-Pokémon ankommen. Ja, das ist eigentlich gar nicht so doof. Ramaidon 84 mittlerweile. Vitalis 76. Was ist denn jetzt noch? Frostetia. Das war mir fast klar. Das war mir fast klar, dass du jetzt mit Frostetia ankommst. Weil das Viech ist nämlich vom Typ Eis und. Vom Typ Eisgeist. Hat man ja schon mal Lamina. Aurora-Schleier. Auf den Mist. Was hast du denn jetzt noch? Ist egal, wir haben es geschafft. So, nächste Pokémon.
Hosanna. Ein Pokémon aus der ersten Generation, mal. Top. Hör auf mit dem Scheiß. Viele Attacke gehasst habe immer. Wenn ich immer noch hasse. Komm. Nimm's mit. Oder hat das Viech noch eine KP? Das Viech hat einen scheiß Fokus gehabt. Vergiss es doch, ey. Ich habe sowas geahnt, dass mindestens eins der Pokémon von ihr einen scheiß Fokusgurt besitzt. Aber jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt mit meiner Attacke durchkomme, müsste eh weg. Bisher ist es relativ easy. So, danach ist der letzte, ist der gute Volkner. Aber erstmal, wie gesagt, die Dame hier besiegen. Komplett konzentrieren auf die auf Frieda. Frieda Gold hier. Drei ihrer Pokémon habe ich schon mal rausgenommen. Todeskuss. Bitterkuss und Todeskuss. Kuss. Genau. Damit du nochmal richtig nerven kannst. Damit du nochmal richtig mich nerven kannst. Aber gut. Hör auf damit! Oh, ey, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Jetzt die ganze Zeit auf Todeskurs und so zu gehen? Nicht auf Dings gehen, auf meine Top-Genese verschwenden. So, jetzt muss ich durch die scheiß Verwirrung durchkommen. Nicht langsam nervt mich das Viech. Genau deswegen habe ich, bin ich froh, wenn es dauert ist. Nee, das geht nicht. Jetzt muss ich noch mal hinterher. Jetzt kriegst du noch einen Butterkuss hinterher. Okay, du hast jetzt ein bisschen. Du ärgerst mich jetzt ein bisschen, ne? Du willst mich jetzt ein bisschen flachsen. Ganz so, dankeschön. Jetzt nach Haus weg. Haus bitte irgendwo in den nächsten Boden. Dankeschön. Und tschüss. Level 73 für Rex Blizzard. Oh, Glaziola. Glaziola, eine Evoli-Entwicklung. War leider zu einfach. Also sagen wir mal, Rosanna hat mich ein bisschen genervt, aber sie war jetzt nicht das der Topmaß. Ich glaube, es war es nämlich auch. Oder hat sie noch eins? Oder habe ich jetzt gerade mich ein bisschen zu früh gefreut? Ich hab mich erzählt. War es jetzt erst das fünfte? Aber ich glaube, es war der letzte. Ne, ist Nibuna. Ist Nibuna. Konzentrier dich weiter, Frieda. So, dann haben wir's. Ich gehe mal nicht, dass das Ablativ weg, dass das Ablativ wegsteckt. Nö, tut's auch nicht. War klar. Okay, gewonnen. Gut, dann wiederhole ich mich jetzt eigentlich. Sie war jetzt doch wieder einer der einfachsten. Also außer, wie gesagt, außer Hilda
waren es bisher Marinos mit noch dabei, ja. Aber bisher eigentlich doch locker machbar. Ich wusste, dass du stark bist, aber es war der Hammer. Meine Konzentration hat nicht gereicht. Wow, einfach nur wow. Du warst viel stärker, als ich erwartet hatte. Und nicht nur in Punkten Konzentration, vor allen Dingen bei der Technik. Zumindest hatte ich diesen Eindruck. Ja, es war ein Sticker von mir. Einmal kälter Sticker B. Gut, dann haben wir es. Auch mit der guten Dings. Und jetzt fliegen wir nach Sonne weg. Und da wartet der letzte. Da wartet jetzt der letzte. Und zwar der gute Falkner. Der müssen wir noch mal, den müssen wir auch noch besiegen. Und das machen wir jetzt gleich. Dann haben wir sie alle, ne? Aber gut, bei dem weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Er hat eigentlich Elektro-Pokémon. Das Problem ist bei mir, ich besitze keine Boden-Pokémon. Nicht im Team. Weil auch. Ne? Aber wir gucken, was auf uns zukommt. Wir werden es erwarten. Ich werde jetzt natürlich mit Galoppa beginnen. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und es kommt ach, was soll ich? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Einfach. Jetzt muss ich gerade gucken, wo die Arena ist. Ich war doch hier oben irgendwo. Ich war doch auch irgendwo auf dem Berg. Bin ich mir fast sicher. Das war der Leuchtturm. Wo war denn die Arena? Wo war denn die scheiß Arena? Da oben. Hier oben war sie. So, letzter Trainer für heute. Also zumindest für die Arena-Leiter-Tour. Man kann ja zu dem bringen. Ja. Achso, ich dachte, wir hätten den jetzt irgendwie schon. Der könnte es jetzt tatsächlich mal auf Andi zu dem Dings bringen. Nö, kann er nicht. Das heißt, wir müssen nochmal das Rätsel angehen. Schade, aber gut. So, dann gehen wir da hoch. Nee, warte mal. Wie gesagt, eigentlich war es ein. So, da lang. So, das ist was klar. Dann. Jetzt muss ich da runter, ne, und dann hier irgendwas auslösen. Einmal war das. Ich hatte mich irgendwas gelesen, mal von früher, mal von dreimal. So, letzter Arena-Trainer, Arena-Leiter überhaupt im Let's Play. Rematch Nummer 8. Du bist ganz schön spät dran. Ich bin schon total erledigt vom Warten. Seit dem Kampf waren viele hier, um mich herauszufordern. Doch keiner von ihnen konnte mir ein Herz zum Erzittern bringen. Nicht so wie du.
Du hast den Champions League, also bist du sicher noch viel stärker geworden. Enttäusche meine hohe Erwartung nicht. So. Gut. Oh, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Was machen wir denn jetzt? Ich finde das den Hintergrund sehr cool auf jeden Fall gemacht. Mit den Zahnrädern dort, dass wir da so der Tag der Tricks wie gesagt verfehlt, sehr geil. Na gut, nehmen wir so mit, versuchen wir es jetzt irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Jetzt weiß ich nämlich, das ist der Vorteil, dass ich jetzt, wenn ich Philippa weg habe, weiß, was kommt. Okay, Pelipper nehmen wir schon mal mit dem Hagel, mit dem Orkan. Ich gehe erstmal auf Tarnsteine, um halt die Möglichkeit zu haben. Okay. Also dieses Vieh für mich gerade ein bisschen provoziert. Da sind mir jetzt gerade zwei meiner Pokémon mit raus, die ich jetzt eigentlich nicht erwartet hätte, dass ich die verliere. So, dann versuchen wir es jetzt so wegzunehmen. Sag mal, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Wie kannst du mir jetzt drei meiner Pokémon rausnehmen? Das ist ein scheiß Pelipper. Das Viech, das kann nichts. Du Genesung. Vor allem, ich habe nur noch drei und der hat sechs noch. Also ich muss jetzt irgendwie mich richtig anstrengen. Okay, dann hast du jetzt wahrscheinlich irgendwas Boden Lantern. Ich habe halt jetzt keine Teams mehr. Na ja, klar, du hast ein Elektro-Pokémon, ne? Sollte ich jetzt zurückgehen? Raichu. Okay. Baller das Viech mit Hitzekoller weg. So, gut, dann gleich rein. Tschüss.
Ich geh zurück. Bin ich froh, dass ich durch den Dings durchgekommen bin. So, jetzt spiele ich hier keine Spielchen. Nämlich das Pilippa aus dem Rennen. Dass ich zumindest die Steine mit runtergelegt habe. Lantern. Typ Wasser, Elektro. Tschüss. So, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen ausgeglichener. Jetzt haben wir das Ganze ein bisschen ausgeglichener. Elektrofeld. Damit lädt sich das immer wieder auf. Das ist das gleiche wie Graswelt bei Silvana. Komm, jetzt noch ein Dings hinterher. Knuddler. Achso, Knuddler ist Unlicht, ne? Oder Fee oder was auch immer. Noch eine drauf. Jawohl. Jetzt vielleicht entweder Eisen tiefkühl oder ein Volltreffer. Ernsthaft? Es darf noch mal angreifen. So, dann ist das Mark. Damit ist das mal Luxtra weg. Ich muss jetzt gerade zögern wegen dem Regen, sonst wäre es um mich nicht möglich gewesen. Blitzer. Ich muss jetzt warten, bis der Regen weg ist. Problem ist einfach, durch den Regen trifft euch durch Donner jetzt so 100%. Wenn der Donner nämlich getroffen hätte, wär ich vielleicht durchgekommen. Das hasse ich dann, wenn du nur einen Attacke hast, die eigentlich nur 70% trifft, dann hintereinander bam, 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 eine Attacke nach der anderen.
Ich muss natürlich jetzt ein bisschen zögern. Ja, vielleicht noch eine Runde. Wenn er jetzt keine Top-Genesung einsetzt, natürlich. Das wäre natürlich jetzt das der Worst Case. Nee. So, wenn die Attacke. So, das Blitzer sollte sich jetzt eigentlich selbst erledigen. Brauchte ich jetzt nicht viel machen. Nur ein bisschen auf Zeit spielen. Ele. Oh, Ele Voltec.